Madagaskar. Das war damals ein Film, den ich fett gefeiert habe, okay? Allgemein war ich in meiner Kindheit echt ein harter DreamWorks-Fan. Kung Fu Panda 2 ist bis heute mein absoluter Lieblingsfilm. Und wie auch zu Kung Fu Panda gab es zu den ganzen DreamWorks-Filmen jeweils ein Lizenzspiel, oder? Madagaskar hat sogar, glaube ich, alle drei Teile, die es hat, als Lizenzspiel. Von dem, was ich gehört habe, wurden die auch immer schlechter, aber wir sind jetzt beim ersten, deswegen gönnen wir uns den ersten Teil, oder? Und tatsächlich kann ich mit der Review nicht nur euch glücklich machen, sondern auch ein Versprechen einlösen, das ich Toran gegeben habe damals. Toran, extrem toller Mann. Er hat damals Videos gemacht. Ich habe einen kleinen Gastpart gemacht und gesagt, yo, ich review's dann. Es war vor ein paar Jahren. Das ist ein bisschen on-brand für mich, dass ich einfach jahrelang brauche, um irgendwas hinzukriegen. Aber hey, jetzt sind wir soweit. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich noch sagen, dass ich einen Haufen Musik released habe. Im Rayman Iceberg habe ich so einen kleinen Ausschnitt gehabt am Anfang vom Video, wo ich gesagt habe, yo, ich habe neue Musik gemacht. Und da war mein erster Track draus. Mein erster neuer Track seit der EP. Und mittlerweile habe ich so 4 neue Tracks, glaube ich. Die sind alle auf meinem Channel, auf meinem Musik-Channel in dem Fall. Und Linktree ist einfach, also, und ja, ich bin extrem stolz drauf. Mich würde es freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht nicht. Ich habe echt harten Shit, so. Ich bin echt ein bisschen heavy mit meinem Stuff. Also, ich verlinke, erste Link in der Beschreibung, der Linktree. Der führt euch zu all den Orten, wo man sich das geben kann. Soundcloud, Spotify, YouTube, alles. Ich hoffe, es gefällt euch und ich kann irgendwelche Leute damit erreichen. Das würde mich echt freuen. Da ist genug Ehrlichkeit. Zeit für ein paar Memes. Legen wir die CD ein. Ich denke, das ist eine Sache, die mal wieder nötig ist, ja? Weil das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Also, let's go. Hier ist irgendein obskures PS1-Spiel drin. Ich weiß nicht, wo die fucking CD ist. Mord, ist alles gut? Uah. Was sollte das? Das Spiel fängt wie jedes Lizenzspiel ever mit Szenen aus dem Film an. Aber diesmal ist die Kompression nicht so gebankt, weil es halt ein PS2-Spiel ist und kein PS1-Spiel. Ich meine, bei manchen dieser Lizenzspiele fühlt es sich so an, als würde man die Film-Cutscenes durch so Pilzrahmsoße anschauen. Es ist ein wenig schrecklich. Ich finde auch den Übergang ins Gameplay lustig. Das wirkt halt so, als hätte jemand mittendrin RTX ausgemacht. Aber ja, das Zebra heißt Marty und er hatte den Tagtraum, dass er frei ist und in der Prärie chillen kann, bis das gruseligste Kind in Lizenzspiel-History kam und ihn mit einem Alex-Plushie erschreckt. Alex ist, by the way, der Löwe, der von der Oma verprügelt wird im Film. Und ich weiß, ich hätte das nicht erwähnen müssen, aber er wurde von der Oma verprügelt. Ich lieb's auch, wie das Kind einfach wegrennt. Ich habe das nicht verschnellert oder so. Das Kind hat einfach Mach 3 und geht einfach durch die Soundbarrier. Ich blick's nicht. Aber gut, das Spiel fängt im Zoo an und Marty will, wie wir es im Intro gesehen haben, frei sein. Und ich hab's auch am Anfang vom Video erwähnt. Ich weiß gar nicht, warum es noch mal im Skript ist, aber ihm sagt das Leben im Zoo nicht zu. Wieso habe ich das doppelt aufgeschrieben? Und naja, wie helfen wir Marty, dass er endlich von dieser Isolation und der Einsamkeit wegkommt, die so eine Gefangenschaft zwangsläufig mit sich bringt? Na, wir sammeln Powerkarten, Alter, natürlich. Warum habe ich nicht dran gedacht? Diese Karten, die man eingesammelt hat, geben einem neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel treten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das Zebras aus Reflex machen können. Nee, ich bin mir sicher, die ganzen Zebras in der Wildnis haben ihre Powerkarten schon eingesammelt. Nachdem wir also ein Tor weggetreten haben, kommen wir zu Alexes Gehege. Und hier war ich übel verwirrt, weil ich keinen Plan hatte, warum Marty einfach so Zugang zu Alexes Käfig hat. Danach ist mir aber aufgefallen, dass es scheißegal ist, weil es ein Lizenzspiel ist, was für 5 Euro im GameStop liegt. Neben den ganzen Funko-Pops natürlich. Ja, mittlerweile auch so Anime-Figuren. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Also GameStop hat gerade echt ein bisschen Probleme. Aber ja, jetzt spielen wir mit Alex und sammeln wieder ein paar Marken ein. Ich sehe schon sehr diepe Gameplay-Loops, die wir hier haben. Aber wenigstens haben wir jetzt den Doppelsprung gelernt. Und wenn wir schon hier sind, das Gehege von Alex sieht aus wie ein Tony Hawk-Level. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich sehe, wie Tony hier ein paar Kickflips ballert. Okay, ich hasse das. Aber ja, nachdem wir also den Doppelsprung benutzt haben, um durch 7 Ringe zu springen, wird Alex von Tauben angekackt. Gute Überleitung an der Stelle, ich weiß. Dann lernen wir den Angriff von Alex, um die ganzen Tauben, die einen angekackt haben, wegzuballern. Der kann brüllen praktisch, weil er ist halt ein Löwe. Das gibt halt vollkommen Sinn, oder? Und ich glaube, das ist so die schwammigste Attacke im ganzen Game. Aber tatsächlich ist es ziemlich egal, weil das ganze Spiel das nicht so sehr als Fokus hat, das Kämpfen. Man merkt es vor allem, wenn man weiter im Game ist. Aber ich rede darüber, wenn wir soweit sind. Nach der Introduction von Alex geht's weiter zu Merman. Und das Spiel hat eine ganz klare Route, was es gerade macht, oder? Es geht von Marty zu Alex zu Merman und dann zu Gloria, um halt praktisch die ganzen Charakter, die man im Game spielt, einfach zu introduzieren.
boosten und das ist ein riesen Tutorial. Aber es ist an sich wirklich cool gemacht, weil es die Story halt kickstartet und gleichzeitig den Spieler noch mit allem vertraut macht, bevor es halt wirklich ins Game geht. Und es ist wirklich mehr, als ich erwartet habe von dem Game, to be honest. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter zu Mermans Gehege, aber vorher ist da einfach so ein random Luftballon und Marty kriegt so eine high-pitched Voice davon und ich war so fucking verwirrt von dem Ganzen, bis ich gemerkt habe, dass es eine ganze Spielmechanik ist und man praktisch die einsammeln muss im Game. Aber ich habe es halt nicht gemacht, weil ich es nicht gecheckt habe. Mermans Part ist, by the way, ganz weird, weil aus irgendeinem Grund die ganzen Leute im Zoo denken, dass Mermans Gehege der Mülleimer ist. Also werfen alle Leute auf dem Planeten ihren Müll in sein Gehege und die Tauben auch so, Bro, wir kacken halt kiloweise auf dieses Gehege, okay? Die scheißen wortwörtlich auf ihn, okay? Und das Einzige, was Merman macht, ist sich wie ein Beyblade drehen und die ganze Scheiße wieder rauszuwerfen. Also, das war halt so fucking merkwürdig. Ich habe nicht verstanden, was ich da mache. Und als ich dann gecheckt habe, war es schon vorbei. Also, ganz weirde Sache. Und ich wünschte, ich könnte sagen, dass es wenigstens uns auf den Charakter vorbereitet, weil das hat jetzt bisher jedes Ding gemacht, oder? Aber Merman lernt die ganzen wichtigen Sachen, die ihn ausmachen fürs Game, erst viel später. Also war das einfach nur random. Ich flieg's nicht. Dafür treffen wir danach direkt Gloria und die steht da auch einfach außerhalb von ihrem Gehege mit so Straußen. Ich weiß, by the way, nicht, ob es Sträuße oder Straußen ist. Ich glaube, es ist der Strauß und die Strauße. Also hängt die mit Straußen ab. Kann man das so sagen? Es ist so weird. Auf jeden Fall wollen die mit Gloria ein Rennen veranstalten, weil fuck it. Und das dürfen wir spielen. Und es spielt sich ganz nett, to be honest. Es ist sehr, sehr basic. Aber auch hier sind ein paar Mechaniken, die später für Gloria wichtiger sind. Und die sind später sogar viel cooler implementiert als in diesem Rennen. Aber das Rennen zeigt praktisch, dass man Pepperoni aufsammeln kann, um schneller zu laufen. Und das war's eigentlich. Neben dem, dass die ganzen Gegner an Glorias Arsch abprallen, sobald man irgendwie in der Nähe von denen ist. Aber halt, sonst ist da wirklich nichts Besonderes dran. Nach dem Ganzen müssen wir noch ein Spiel mit dem Pinguin machen. Und zwar müssen wir mit einer Angel Gegenstände angeln. Und keiner findet das irgendwie weird, dass die Pinguine eine Angel haben. Ich meine, ein paar Kinder erwähnen das so. So, oh, was machen denn die Pinguine da? Aber Bro, die haben eine Angel. Und die Hausmeister geben so einen Fick da drauf. Ey, ich würde da direkt sagen, so, Junge, was machen die da? Die sollten keine Angel haben. Vor allem wird es dann schlimmer, weil die erst Fische angeln, die aus irgendeinem Grund in ihrem Gehege sind, was, glaube ich, keine Sache ist. Dann fangen die an, die Gegenstände von den Besuchern mitzunehmen. Und die haben alle diese riesengroßen Cowboy-Hüte und Brillen. Das ist ein fucking Zirkus dort. Ich check's überhaupt nicht. Es ist schrecklich. Gut, damit hätte ich jetzt eigentlich alles erklärt, was am Anfang vom Game so passiert. Nur will ich nochmal sagen, einfach um transparent zu bleiben. Mermans Part kommt eigentlich nach dem Part mit dem Pinguin. Aber ich dachte mir, es wäre einfach besser, das in der Reihenfolge zu schneiden, weil es einfach ein bisschen besser float, meiner Meinung nach. Aber ich denke, die Entwickler haben das in der Reihenfolge gemacht, wie ich es erwähnt habe, weil es einfach ein bisschen mehr Character-Moments für die ganze Story gibt, oder? Und die haben die Charakter richtig gut hinbekommen. Was halt nicht schwer ist, wenn man, also für Lizenzspiele sollte das nicht schwer sein, weil es einen ganzen fucking Film hat, der darauf basiert, oder? Das heißt, die Charakter sind schon vorgegeben. Aber die machen damit einen richtig guten Job, was mich echt freut. Auf jeden Fall geht Marty zurück zu seinem Gehege, nachdem der ganze Scheiß vorbei ist und wir können direkt weiter zum nächsten Level. Im nächsten Level geht es eigentlich wirklich nur um Stealth und es geht darum, dass Marty praktisch aus dem Zoo ausbricht, oder? Es ist ziemlich basic. Man hat halt basic Stealth-Sachen, die man halt machen muss. Die Zoo-Wärter drehen sich zum Beispiel mit ihrer Taschenlampe immer nach hinten und nach vorne und dann muss man die praktisch so avoiden oder man muss bestimmte Alarmanlagen aktivieren, dass sie davon abgelenkt werden. Super basic stuff. Es hat am Ende auch so einen Endboss, I guess, der aussieht wie Duke Nukem. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber an sich ist es ziemlich basic und es gibt nicht super viel darüber zu reden. Aber danach öffnet sich die Map des Spiels und das ändert die ganze Struktur von dem Game, weil davor war es wie so ein Minispiel-Spiel und halt eher so ein Level zu Level-Ding. Sowas ähnliches wie jetzt, blödes Beispiel, Twinsanity, oder? Bei dem man halt was macht und dann geht man direkt zum nächsten Level und direkt weiter. Und ich dachte, es wird so eine Art von Spiel mit halt ganz wie so Minigame-Stuff, oder? Und dann kriegt das Spiel auf einmal eine Map und wirkt eher wie in Rayman 2. Aber das ganze Minispielzeug ist trotzdem noch vereinzelt drin. Aber ich finde, es ist richtig gut implementiert in dem Game. Aber bevor wir mehr darüber reden, will ich noch kurz den Souvenir-Shop erwähnen. Das Spiel nennt den so, nicht ich. Und zwar kann man hier sich bestimmte Kostüme und Minispiele kaufen und der ist richtig cool, to be honest. Auch wenn der Affe mir konstant in die Seele starrt, halt, er hat Dinge gesehen, aber man kann hier auf jeden Fall so Accessoires kaufen, oder? Ich habe das auch direkt am Anfang gemacht. Ich habe für Gloria so ein Sternbikini gekauft und halt für Alex so einen Schaumstofffinger. Und das sind einfach so kleine Skins, so kleine Kostüme, die man nutzen kann und das ist voll cool.
Ab hier geht man basically Level für Level durch und geht durch die Events vom Film. Aber vorher gehen wir durch so ein lineares New York Level, bei dem wir praktisch zu Marty kommen müssen, bevor er es schafft abzuhauen. Und man spielt halt praktisch die anderen drei Charakter. Und an sich ist es wirklich ganz nett. Außer, dass Gloria halt wirklich Menschen auf dem Gewissen hat, weil man mit ihr einfach die fucking Busse umboxen kann und die einfach wirklich into Oblivion fliegen. Aber hey, wenigstens kriegen wir hier jetzt auch Mermans richtige Fähigkeit. Und zwar, dass er gleiten kann. Und er darf aus irgendeinem Grund nicht die Straße berühren, weil sobald er die Straße berührt, wird er instant überfahren, halt instant, okay? Ich finde das so lustig, weil bei keinem anderen Charakter ist es so. Mit Alex geht man, by the way, auch einfach nur so durch und man schlägt wirklich Polizisten zusammen. Halt, Alex geht ab ACAB-Style so und man muss die praktisch in so Kanalisationslöcher reinwerfen, aber man kann da irgendwie selber rein und einfach drin stehen bleiben und das ist mir halt auch passiert. Und da haben sich auch daraufhin ein paar der Cops einfach selber umgebracht und ich fand das echt unglaublich lustig. Was? Hallo? Ach, man kann da rein? Au! Wie geil! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ja, nee, ich bleib jetzt hier. Was wollt ihr von mir? Aber nachdem wir das Ganze geschafft haben, werden alle drei Charakter von der Polizei betäubt. Und die Cutscene ist super cool und super unterhaltsam. Und das ganze Game hat einen echt coolen Humor, der auch an sich funktioniert. Was mich so verwirrt hat, weil Lizenzspiele funktionieren nicht, okay? Die Nummer 1 Regel bei Lizenzspielen ist, die funktionieren nicht. Das Spiel funktioniert auf einer sehr netten Ebene. Es wundert mich. Aber ja, jetzt sind wir tatsächlich im nächsten Level direkt, und zwar das Schiff-Level. Dort spielen wir auch keinen der normalen Charakter, sondern wir spielen die Pinguine, weil die normalen Charakter tatsächlich noch alle in deren Boxen sind, oder? Und die versuchen die Szene aus dem Film so ein bisschen zu machen, bei dem die halt miteinander reden, während die in den Boxen sind. Aber ich finde die im Originalfilm eigentlich viel, viel cooler, weil man die einfach von innen sieht. Und halt, das ist voll gut gemacht und so. Und das ist voll die nice Szene. Und ich werde safe gecopyright-strike, wenn ich mehr davon zeige gerade. Aber halt, das ist super cool gemacht. Und ich wünschte, die hätten davon vielleicht einfach ein bisschen Inspiration gezogen. Aber wie es gemacht wurde, funktioniert es auf jeden Fall auch. Und ja, jetzt sind wir mit dem Pinguin ein ganzes Level lang unterwegs. Und das Schiff-Level ist weird. Also erstmal liebe ich es, wie Kowalski aussieht in dem Spiel, okay? Der sieht so aus, als hätte eine fucking Scheidung hinter sich gerade. Der tut mir fucking leid, okay? Auf jeden Fall müssen wir in dem Level immer mit Skipper vorausgehen, den ganzen Weg freimachen und die anderen Pinguine dann nachholen, basically. Und der macht es immer mit so einer Trompete, das heißt, das ist immer so eine Trompete, die er spielt. Und das ist an sich schon merkwürdig genug. Aber sehr oft muss man, um den Weg frei zu machen, diese fucking Arbeiter, die da einfach chillen und halt nur ihren Job machen, einfach vom Schiff werfen, aber halt mit so einem Kran. Das heißt, man ist da so da, denkt sich, yo, ich arbeite auf dem Schiff, und dann kommt ein Pinguin, okay, greift dich und wirft dich ins offene Meer. Das ist so lustig, ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall ist das Hauptgameplay am Anfang das. Und dann, wenn man in die Baracken reingeht davon, gibt es so ein Part, bei dem man mit so einer Betäubungspistole praktisch die ganzen Gegner halt betäuben muss. Betäuben, die konnten halt nicht sagen, yo, er knallt die mit der AK-47 ab, weil wäre ein bisschen weird für ein Spiel ab 6. Deswegen werden die nur betäubt. Aber die werden so hart betäubt, dass die aus der Existenz faden. Also ich weiß auch nicht genau, was hier abgeht. Und danach wird das Spiel ganz kurz halt Metal Gear Solid, bei dem man praktisch so einen Karton nehmen muss, um sich in so ein Zimmer reinsneaken und halt einen Schlüssel holen. Das Lustige daran ist aber, dass der Typ einfach gar nicht reagiert. Das heißt, man ist in diesem Karton. Und es ist nicht so, dass der wegschaut und dann, sobald er hinschaut, muss man stehen bleiben oder so. Nein, der sieht einen einfach nicht mehr. Man kann sogar in den reinlaufen, der checkt es nicht. Das finde ich so unglaublich lustig. Und es ist halt Duke Nukem vom dem fucking Stealth-Level mit Marty. Ich check's nicht. Auf jeden Fall nach diesem ganzen Gedöns muss man nochmal gegen Duke Nukem kämpfen, weil jetzt auf einmal sieht er einen, tatsächlich, vorher war das halt keine Sache, aber, hey, weißt du, er hat mal kurz die Augen gerieben, jetzt geht's los. Und der Bossfight ist eigentlich genau dasselbe wie in den Baracken mit dem Betäubungsding, nur dass da zwischendrin halt Fenster sind. Es ist praktisch eine schwerere Version davon. Hat mich nicht übel aufgeregt, das ist auch nicht besonders schwer. Aber ja, es sollte ein Bossfight sein, deswegen erwähne ich's hier mal. Und das beendet auch tatsächlich das ganze Level. Das nächste Level ist mit Alex. Und ab hier ist das Spiel relativ gestreamlined. Heißt, die nächsten 3-4 Level sind eigentlich von der Struktur her dasselbe, aber mit anderen Charakteren und anderen kleinen Aufgaben, die man machen muss. In diesem Level zum Beispiel muss man für diesen Vogel, der einfach die Stimme von Thaddeus hat, 6 Perlen am Strand finden. Das heißt, wenn man das dann gemacht hat, kann man weiter. Und dann geht man den Berg hoch, findet ein paar Bienen und man muss diese Bienen immer zu so Blumen bringen. Und immer, wenn die dahin gebracht werden, haben die eine Voiceline, die aber die ganze Zeit wegcuttet. Und ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit passiert. Das heißt, es kommt dann ungefähr so raus. Und ja, das ganze Level bestand praktisch nur aus diesen Bienen, dem Vogel und so einer Fledermaus. Die wollte, dass wir die Pilze von der einfach beschützen vor so Viechern, die einfach Bock haben, Pilze mitzunehmen. Und die haben die ganze Zeit so eine ganz komische Voiceline gehabt.
Ganz strange. Aber das Level hat so ein Pattern gehabt, oder? Es ist immer wieder dasselbe gewesen. Es waren so 3 Fetch-Quests und gemischt mit so einem Berg, basically. Und das nächste Level fängt mit so einer Cutscene an, bei dem man praktisch die Lemuren trifft und King Julian, Bruder. Ich blick's nicht, okay? Die ganzen Stimmen in dem Spiel bisher waren gar nicht so schlecht. Vor allem von den 4 Hauptcharakteren. Die wirken wie die richtigen Stimmen aus dem Film. Ich weiß nicht, ob es die richtigen sind, aber die sind echt gut, okay? Das ist mein Point. Die sind gut. Dann kommt King Julian. Wir bilden ein Begrüßungskomitee und heißen Sie willkommen. Mein Boy, warum bist du indisch? Ich check's nicht. Auf jeden Fall geht's in der Cutscene darum, dass Lemuren darüber reden, dass Fossas in der ganzen Insel sind und die wollen die Lemuren essen. Und während die halt dann reden, kommen dann ein Haufen Fossas und die müssen dann abhauen. Und dann wird Marty von dem Rest der Gruppe getrennt. Und dann muss man praktisch so eine Höhle ganz hochklettern. Und ich habe es im letzten Level gar nicht erwähnt, aber neben dem Berg und diesen ganzen Fetch-Quests gab's noch so eine Art Baum, das Level sah straight up aus wie aus Dark Souls. Und da waren diese super ekligen Spinnen, okay? Ich versuche so wenig von den Spinnen zu zeigen, wie es geht. Aber die sind so eklig. Und nicht, weil sie eklig gameplaymäßig sind, sondern die sehen fucking eklig aus. Die sind so unglaublich realistisch für das, was es ist. Und ich hasse die über alles. Und in dieser Höhle mit Marty sind die gleichen Spinnen nochmal. Und die sind echt fucking eklig. Ich hasse die. Und es hilft halt auch nicht, dass das ganze Zeug so verwinkelt ist, das ganze Level, dass man immer mal wieder runterfällt und dann am besten in den Arm von der Spinne und die knallt dann einen richtig hart weg. Und ja, ich hatte keine gute Zeit mit dem Level. Ich sag's einfach, wie es ist. Es war nichts Schlimmes, aber Bro hat es genervt. Und nach dem Ganzen müssen wir tatsächlich nochmal so eine Art Quest machen. Und zwar kommen wir dann auf so einen Weg, wo dann ein Haufen Wind ist und wir müssen praktisch diese Lemuren, die da alle chillen, weil die werden von dem Wind immer weggefegt, also sind die irgendwie hinter Cover gegangen und die müssen wir alle retten, indem wir mit Marty praktisch hingehen und die Lemuren halten sich dann an ihm fest und dann muss man weiter. Und das Level ist ziemlich basic. Man muss immer auf Deckung gehen, warten, bis der Wind vorbei ist, dann weiter und die ganzen Lemuren sammeln. Das heißt, das ist wirklich kein Big Deal so. Und ich persönlich hatte Spaß damit, auch wenn ich mich absolut dumm dabei angestellt habe. Und direkt danach spielt man mit Alex und muss zu so einem Ausgang. Und sobald man dort ist, sind die Lemuren alle vor ihm, aber Marty und der Rest fehlen. Und das wird irgendwie nicht erklärt. Die sagen einfach, die sind schon zum nächsten Sammelplatz gegangen. So, Bro, hä? Warum ist Marty einfach weg von denen gegangen? Das gibt gar keinen Sinn. Aber das alles führt dazu, dass wir jetzt mit Alex die Lemuren vor den Fossas beschützen müssen. Und das Level ist einfach wirklich so eine Lemming-Sache. So, man muss praktisch einfach die Fossas nicht an die ranlassen. Und ich habe tatsächlich eine Lemuren verloren. Also ich habe richtig fett versagt. Rest in Peace an der Stelle. Gott sei Dank war es nicht indischer King Julian, sonst wäre ich ein bisschen sad gewesen. Aber hey, auf dem Weg durch die Map trifft man auch auf ein bestimmtes Level. Und zwar der Lemuren-Rave. Das ist so die dümmste Scheiße gewesen, okay? Es ist praktisch dieses Deutschland sucht den Superstar-Spiel auf der PS2, was ein absoluter Haufen dampfender Scheiße war, okay? Es ist halt so ein Rhythmus-Minispiel, bei dem man mit dem indischen King Julian halt einfach tanzt. Und es ist schrecklich. Aber eine Sache ist echt funny. Und zwar kriegt man am Ende von jedem Song, den man da schafft, ein Ranking in Form eines Worts, oder? Und bei mir kam dann das, als ich gestreamt habe, auf twitch.tv/bloodleafs, always be plugging. Du bist? Ich bin? Ich bin? Yes! An diesen Gedanken, ich fand das gerade einfach so lustig. Dieses Yes, der steht da so melodenfrei. Bruder, es ist so lustig und ich weiß nicht warum. Ach ja, und noch eine coole Sache ist, dass man sich Songs im Souvenirshop kaufen kann. Das ist die Sache, die ich erwähnt habe, mit, dass man Minispiele kaufen kann am Anfang vom Video. Man kann praktisch Songs kaufen für das Lemuren-Rave-Ding. Und es gibt auch noch so ein anderes Minispiel, bei dem man halt verschiedene Felder kaufen kann für. Und das andere Minispiel ist halt Shuffleboard, meine ich. Das ist wirklich nichts Gutes. Deswegen braucht man darüber auch gar nicht reden, to be honest. Aber ich finde es wirklich interessant, dass die Entwickler den Münzen, die man im Spiel sammelt, auch wirklich Purpose gegeben haben. Statt, dass es einfach nur ein Collectible ist. Das ist echt geil. Aber gut, nach dem Level haben wir jetzt alle den Sammelplatz erreicht und jetzt sind alle wieder so zusammen praktisch. Also die Hauptcharakter und die Lemuren sind alle jetzt an diesem einen Platz und die wollen jetzt so eine Party schmeißen, basically. Und für die Party wollen die halt auch was zu essen haben. Also sind wir jetzt praktisch in diesem relativ großen Areal und sammeln einen Haufen essbares Zeug. Und diese Missionen in dem Spiel dragen sich so hart, okay? Ich wünschte, die hätten daraus einfach 8 oder 7 Sachen gemacht, weil das Zeug, was man da machen muss, irgendwie sich so hart zieht und nach dem 3., 4. Minispiel hat man for real keinen Bock mehr, okay? Aber ich muss sagen, dass zum Beispiel die Sachen mit Gloria echt cool sind. Man muss praktisch in so einem Melonenfeld mit diesen Pepperoni, die man am Anfang vom Spiel gesehen hat, wisst ihr, jetzt baut es so ein bisschen aufeinander auf, durch das Feld rushen und dann die verschiedenen Wassermelonen-Parts kaputt machen, so. Es ist echt cool und macht
übel viel Spaß. Genauso wie diese Whack-a-Mole-Scheiße, die man da machen muss. Praktisch, da sind so Maulwürfe und als Gloria muss man die dann alle praktisch besiegen, bevor die die ganzen Karotten mitnehmen so. Und das an sich hat auch Spaß gemacht. Ich hab's halt komplett falsch gemacht, weil man kriegt eine neue Fähigkeit, mit der man praktisch mit seinem Arsch schlagen kann. Aber ich bin einfach auf die drauf gestampft. Und der Stampfer von Gloria ist so lustig, weil der Sound, den sie dabei macht und das Furzgeräusch, das zusammenkommt, okay? Junge, ich jedes Mal, wenn es kommt, okay? Ich fühle mich wie ein Vierjähriger. Eine coole Sache bei dieser Art von Gameplay in dem Spiel ist, dass man wirklich durch die Charakter wechseln muss, weil manche Missionen wirklich nur mit manchen Charakteren funktioniert. Die Melonen-Scheiße, die ich erwähnt habe mit Gloria, geht nur mit Gloria. Und das gleiche ist bei Alex zum Beispiel mit dieser Zwiebelhöhle. Lasst mich erklären. Man muss praktisch in so eine Höhle und dort sind so Zwiebelpflanzen. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist. Ich glaube, die gibt's nicht. Und die werden langsam reif. Und während die reif werden, muss man die dann aufsammeln. Aber es kommen die ganze Zeit Spinnen von der Decke, die die mitnehmen. Und die Spinnen rufen währenddessen die ganze Zeit Zwiebel. Aber in dem wohl gruseligsten Ton, in dem man dieses Wort sagen kann. Ja, doch. Ist gar nicht strange oder so. Nee, alles gut. Alles gut. Okay, was gibt's denn noch? Es gibt noch Nüsse beschützen mit Mermen. Und nein, es sind nicht die Nüsse, die ihr denkt, aber ja, er kann auf jeden Fall eine Kopfnuss machen und man muss Nüsse von so Käfern schützen. Das kennen wir schon. Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht. Einmal mit Lemuren. Nochmal Rest in Peace an der Stelle. Dann haben wir noch dieses komische Weitspringen mit Marty, bei dem so ein Frosch auf einmal Beef will und der so, yo, fick dich, ich kann höher springen als du. Und Marty so, Bro, ich weiß nicht, wovon du redest. Wer bist du? Und dann machen die einen Weitsprung-Contest. War halt auch wirklich nichts Besonderes, to be honest. Und das war eigentlich so ziemlich alles charakterspezifische. Danach gab es noch so ein Simon Says Minispiel, weil jedes fucking Lizenzspiel ein Simon Says Minispiel braucht, okay? Es geht nicht anders. Es ist so, als wären die halt vertraglich dazu obligated, so ein Simon Says Minispiel zu haben, okay? Es reicht. Ich sage Stopp. Holy fuck. Ah, und bevor ich es vergesse, es gab noch so ein Blumen-Minispiel. Da ist halt so eine Bienenkönigin, die war auch in dem allerersten Level im Dschungel, wo man mit Alex spielt. Und die sagt so, yo, bring mich mal zu diesen verschiedenfarbenen Blumen. Und das ist so, glaube ich, die leichteste Mission im Spiel. Man läuft einfach wirklich nur an den Blumen entlang und das war's. Also ballert auf jeden Fall. Ich hoffe, man merkt, was ich meine, wenn ich sage, dass man weniger als 10 Gegenstände vielleicht hätte machen sollen. Weil die Missionen irgendwann einfach so nichtsaussagend sind, dass man die halt auch einfach hätte cutten können. Weil man zum Beispiel in diesem Level zwei der Missionen halt schon mal gemacht hat. Erstmal das mit den Nüssen, bei dem man die beschützen muss, vor diesen Käfern, was man halt schon zweimal gemacht hat bis zu dem Punkt. Und das mit den Blumen war halt auch schon in dem vorherigen Level. Also sehe ich gar nicht ein, warum die überhaupt im Game sind. Das ist so der größte Kritikpunkt an dem Spiel. Aber ich finde eine Sache an dem Level an sich extrem cool. Und zwar, dass man halt mit jedem Charakter mal spielen muss und man dadurch dann auch merkt, wie divers die sich auch wirklich spielen, oder? Jeder Charakter hat so seine Stärken, seine Schwächen und die spielen sich wirklich komplett anders voneinander, was halt krass ist. So ein Effort hätte für ein Lizenzspiel echt nicht sein müssen, aber die haben das gemacht und ich finde das übel nice tatsächlich. Nach dem Level kommen wir aber wenigstens so zum Endgame von dem Ganzen. In dem Level wird nämlich die Story ein bisschen vorangeführt und zwar, dass halt Alex langsam irre wird, weil er nichts zu essen hat und das ist ja ein ganzer Plotpoint im ersten Madagaskar. Ich meine, er beißt Marty in den Arsch. Das ist leider nicht in diesem Spiel. Er hätte es auch tausendmal besser gemacht, aber hey, alles gut. Das Level an sich ist auch tatsächlich ein Merman-fokussiertes Level, was halt ganz cool ist, weil bisher haben wir mit ihm nicht wirklich super lang spielen können, oder? Und das Spiel kriegt es auch richtig gut hin eigentlich, den ganzen Charaktern ihre eigenen Level zu geben. Und das ist einfach nur ein guter Beweis dafür, wie gut gepaced das Game eigentlich ist. Auf jeden Fall spielen wir als Merman hauptsächlich und wir gehen so eine Art Baum hoch am Anfang. Und die Bäume sind infiziert mit so komischen Würmern, die auch übel eklig aussehen. Ich verstehe wirklich nicht, was mit diesem Spiel ist und deren Insekten. Die sehen fucking eklig aus. Auf jeden Fall muss man praktisch dann mit so Kokosnüssen diese Nester bombardieren. Und das Gameplay funktioniert echt gut. Steuert sich ein wenig schwammig, aber für das, was das Spiel will, funktioniert es. Vor allem ist das Spiel echt generous mit der Area, die man treffen kann, damit das als Treffer zählt. Und das ist echt gut. Deswegen macht man das so eine ganze Weile. Und zwischendrin kommt dann auch Alex und will Mord fressen. Aber wir müssen den dann avoiden, indem wir über den drüber springen und einfach dem ausweichen, so gut es geht. Ich habe mich da absolut dumm angestellt in der ganzen Area. Aber es ist wirklich nicht schwer. Man muss einfach nur mit Merman richtig viel hovern und immer ausweichen, wenn Alex mal sich irgendwo hin teleportiert. Weil das passiert sehr oft. Der ist irgendwo an der Seite und auf einmal ist er vor uns. Es ist ganz strange. Der macht so ein bisschen einen auf Super Saiyajin. Gar kein
keinen Bock. Nachdem wir es also rüber geschafft haben, treffen sich alle anderen Charakter außer Alex und die sagen so, yo, wir verpissen uns jetzt, weil Alex ist ein bisschen am Durchdrehen. Also gehen wir jetzt einfach. Und das leitet direkt ins nächste Level über. Wir sind diesmal auf einem Strand und müssen jetzt so eine Art Leuchtsignal machen, um praktisch zu sagen, yo, wir sind hier, wir wollen nach Hause. Was ein bisschen weird ist, weil das alles Tiere sind. Ich glaube nicht, dass die sich denken, yo, nice, Feuersignal, Menschen müssen gerettet werden. Und dann sind da einfach diese Ragtag-Group an Tieren und dann denken die sich, yo, kommt mit, Alter, ihr gehört ja nach New York, oder? So. Verstehe ich nicht ganz, aber ja, das Level an sich ist dasselbe, wie wir davor hatten mit den 10 Gegenständen und es hat dieselben Probleme wie das Level davor, aber in diesem Level ist es so, dass es mehr Rätsel gibt, um zu den Teilen zu kommen. Also es ist nicht, dass man unbedingt ein Minispiel macht, das gibt's auch, aber es ist nicht der Hauptfokus. Bei diesen 10 Gegenständen geht's mehr darum, wie komme ich da hoch oder zu dem Ort hin, um das Teil überhaupt einzusammeln. Und ja, neben so einem Minispiel mit so einem Krokodil, gegen das man halt kämpfen muss als Marty, weil es muss unbedingt Marty sein, gibt's da nicht wirklich krass viel drüber zu reden. Vielleicht noch dieses Gloria-Minispiel, bei dem man durch so einen Haufen Kisten rennen muss, um am Ende das Teil zu bekommen. Und das ist praktisch wie dieses Ding mit dem Melonen, was ich erwähnt habe, oder? Nur das Melonen-Level hat so viel mehr Spaß gemacht, weil es weniger Zeug war und in seinem eigenen Pace die Wassermelonen kaputt machen konnte und man nicht in der spezifischen Reihenfolge gehen muss. Hier ist es diesmal so, dass die Kisten einer nach dem anderen erst spawnen und man muss in so eine gerade Linie und man muss halt hinterher. Und das ist so ein vorgegebener Pfad, der richtig abfuckt, weil das Spiel spielt sich relativ schwammig und das Spiel ist irgendwie nicht dafür gedacht, dass man so scharfe Kurven geht und so ein Shit. Deswegen es ist ein bisschen weird gewesen, das so zu spielen. Da fand ich diesen offeneren Approach mit den Wassermelonen tausendmal besser so. Und ja, nachdem wir also die restlichen Teile gesammelt haben, haben wir diese Freiheitsstatue fertig bekommen und der Kopf sieht fucking creepy aus, würde ich nur mal sagen. Also, als ich den bekommen habe, kleiner Jumpscare, keine Ahnung, gefällt mir nicht. Nachdem das Level vorbei ist, kommt nochmal eine Cutscene, bei der Marty so ankommt und sagt, yo, ich kann nicht ohne Alex gehen, er hat meinen Arsch gebissen, ich will, dass er mehr als meinen Arsch beißt und deswegen geht er nochmal zurück in den Dschungel und versucht ihn zu finden. Das leitet uns ins vorletzte Level und das fängt mit so einer getimten Mission an, bei der Mort sagt, dass man in einer bestimmten Zeit den Kontrollpunkt erreichen muss, sonst hat man verkackt. Und das heißt, man muss praktisch durch dieses Level gehen, was halt wieder voll mit Spinnen ist und so ein Shit. Und das, bevor der Timer abläuft. Der nächste Part vom Level ist praktisch so eine Wasserrutsche, in der man einfach so schnell es geht runter muss und halt Mord erwischen muss, wie beim letzten Part vom Level. Bevor aber die Wasserrutsche passiert, muss man noch mit Mord so ein Minispiel machen und so Obst einsammeln. Und ganz strange, ich verstehe nicht, warum das gerade jetzt in dem Part, also das hat sich super geforst angefühlt und ich wünschte, das wäre einfach weg gewesen, weil es ist zwar nicht schwer, wie schon gesagt, nichts in dem Spiel ist wirklich schwer, aber ich hätte es mir irgendwie gewünscht, weil es einfach besser geflowt hätte, meiner Meinung nach. Gut, aber nach der ersten Wasserrutsche kommen wir wieder zu so einer Art Höhlenlevel und die heißt die Tarantelstadt. Heißt natürlich, überall sind wieder Spinnen. Ich hasse diese Spinnen, aber das ist basically nur so ein kleiner Übergangspart. Man geht halt da den Plattformerweg entlang und dann kommt man direkt wieder zu einer neuen Wasserrutsche. Aber diesmal ist da das Krokodil, was im letzten Strandlevel war, gegen das man gekämpft hat. Und der will jetzt auf einmal so ein Wasserrennen machen. Das heißt, jetzt muss man wieder eine Wasserrutsche runter. Aber diesmal muss man schneller als das Krokodil sein. Und es macht relativ viel Spaß. Es ist wirklich kein schlechtes Level, to be honest. Auf jeden Fall kommen wir, nachdem wir das Rennen gewonnen haben, direkt zum letzten Level und zum Endboss des Spiels. Und zwar kämpfen wir am Anfang gegen einen Haufen Fossas. Also die kommen da aus diesen Büschen. Das sieht für mich eher wie das eine Northlane-Cover aus, aber klar, das können auch Büsche sein, I guess. Aber diese 15 Fossas zu besiegen war nur die erste Phase vom Boss. Denn jetzt müssen wir den Boss von den Fossas mit Mangos bewerfen. Ihr wisst schon, wie im Film. Und der Boss selber hat eine Stinkfrucht gegessen. Das ist so eine Sache, die im Spiel die ganze Zeit so vorkommt. Das sind einfach die Früchte, die einem schaden. So. Und no joke, der greift einen mit Mundgeruch an, die er davon bekommt, so. Es ist so lächerlich, aber ich lieb's irgendwie. Es ist echt irgendwie charmant. Nachdem wir das geschafft haben, das ist wirklich nicht schwer, weil die Mangos einen Haufen Schaden machen, kommen wir direkt zur letzten Phase. Hier muss man den einfach verprügeln und der Buffel-Fossa-Dude brennt aus irgendeinem Grund. Ihr wisst schon, wie im Film. Naja, und hier habe ich auch gemerkt, dass das Kämpfen, das wirkliche Kämpfen in dem Game, ein bisschen Pain ist. Weil man einfach immer, wenn man irgendwie Schaden machen will und irgendwie ganz viel angreift, den Charakter nicht wirklich kontrollieren kann. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass man einfach schlägt, schlägt, schlägt und dann irgendwo runterfliegt. Und das ist halt echt nervig gewesen und ich bin deswegen das erste Mal auch verreckt. Aber man merkt wirklich beim Endboss, dass das kampfmäßig echt schwammig ist und das ganze Spiel spielt sich eigentlich echt schwammig. Aber die Entwickler wussten das und haben das Leveldesign halt darauf abgestimmt, dass es sich so schwammig spielt. Aber aus irgendeinem Grund hatten die kurz ein paar Brainfarts und bei der Kistenscheiße am Strand und hier ist die Regel auf einmal nicht mehr da und auf einmal wissen die nicht, was sie tun. Es ist ganz weird. Aber hey, das ist die letzte Phase. Und wenn wir die besiegt haben, kommt auch schon die Endcutscene. Dort chillen alle am Strand und King Julian sieht ja so am Arsch aus. Also ich meine, der sah im ganzen Spiel schon am Arsch aus. Aber Bro, what the fuck passiert hier gerade? Halt, holy fuck. Wir scheinen gerade rechtzeitig zu kommen. Rechtzeitig.
Ja, das sah gerade gar nicht gruselig aus oder so. Alles gut. Und ja, das war Madagaskar für die PS2. Tatsächlich ist es so das beste Lizenzspiel, das ich je gespielt habe. Von der PS2-Ära. Wenn ich jetzt so ein Alien Isolation damit vergleiche, ist das halt kein Match so. Aber von den ganzen PS2-Games, die einfach basically wie Trash aussehen, ist das das erste Spiel, das mich positiv überrascht hat. Deswegen ist das Video am Ende so lang geworden. Das Skript war eigentlich nur 9 Minuten lang. Dann habe ich echt viel mehr rausgefunden, was ich über das Spiel sagen will. Deswegen ja, es ist echt okay. Das Spiel ist wirklich gut. Es ist kein Banger, es ist nicht absolut perfekt, aber eine solide 7 bis 8 von 10, I guess. Für Lizenzspielstandards, okay? Versteht mich nicht falsch. Ich würde einem Crash 3 eine 8 von 10 geben und nur so eine 7 von 10. Aber die sind nicht mal ansatzweise equal, you know? Deswegen, das für Lizenzspielstandards ist es kein Findet Nemo, wo ich mich umbringen wollte. Ich denke, als Kind hätte ich das Spiel mega hart gefeiert. Ja, und das war's eigentlich. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in ein paar Monaten wieder. Mal schauen. Ich arbeite gerade an sehr viel weirdem Shit. Ich hab euch wirklich lieb. Ganz ehrlich. Dass ihr euch die Zeit nimmt, das zu schauen, freut mich echt sehr. Danke auf jeden Fall. Und noch dankbarer müsste ich für die Leute sein, die Kanalmitglieder sind. Denn die lese ich jetzt gleich vor. Vielen lieben Dank für die Leute, die mich unterstützen, obwohl ich jetzt monatelang nichts mehr gedroppt habe. Danke an Nintendo, Dark Vincently, okay, bester Mann. GTV, Gaming TV, kennt man, liebt man. Paul Schneider, was geht? Jamie der Ehrenmann, Just Julius, denke ich mal. Just Julius, I guess. Ja, die Xe kenne ich, meine Band hat dasselbe. Crit, kennt man, liebt man, was geht? Goku, der echte. Specky, Lasse. Lasse ist neu, glaube ich. Ja, vor 2 Monaten. Danke, Lasse. Hey. Sebo, aka Zapman, 9 Monate schon dabei. Wir haben ein Mitgliedsbaby. Sehr gut. Wie würdest du es nennen? Diesen Monat reingekommen. Hi. Dankeschön. Meine Welt des Entertainments. Yeah, meine Welt des Entertainments. Ich hab's richtig gesagt. Jason, kennt man. Yasi Basi, Jason. 3 Monate. Nintendo Marco. 3 Monate, Young Moon, Little Cobain, Alter, wo ist der große Cobain, wo ist der Kurt Cobain, ach, keine Ahnung, ich probiere da ein bisschen, ich weiß nicht, was ich hier mache. Marco der Rotwelsch, sehr gut, Marco der Name von Roadhog, ich spiele gerade wieder Overwatch 2, ganz viel. Janis, Librio 64, Checkhards, Ehrenmann, NK98, Daniel 99, The Pad. Paralink, Kade, Kate, ich hab's wieder vergessen, aber ihr seid alle seit 6 Monaten da, ich sehe es gerade. Insane. Danke. Hafti, danke. Zuri, danke. Spyro, danke. Danke. Spyro, danke. Spontan, unspontan, dankeschön. Kibusa, das weiß ich noch. Kibusa. Brot-Senf-Mischung, also Red Bee. Toller Mann. Anonym 13. Dani, Miss Raiko. Sencor, Dreed, Madness Clips. Patrick Kell, Karl, Lukas Krieger, Steve Cope, Alter, hab ich vermisst, ne? Heidekraut, Sir Lux, Ty Lukas, irgend so ein random TikTok, kenne ich, Zyphir war richtig, glaube ich, oder Zyphir, safe, okay, war das alles? Safe nicht. Doch, das waren alle. Damn, son. Danke an alle, die mich weiterhin unterstützen. Ich habe ja nicht viel Content versprochen bei dem Mitglieder-Ranking-Ding. Deswegen bin ich froh, dass ihr mich halt wirklich supportet, weil ihr nicht unbedingt was wollt, so contentmäßig, sondern weil ihr mich einfach unterstützen wollt. Das freut mich sehr. Deswegen kriegt ihr das Video auch ein bisschen vorher. Und danke. Einfach fucking danke, dass Leute überhaupt noch da sind. Ich hab euch lieb. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir hören uns beim nächsten Video, das hoffentlich nicht so lange dauert. Ich will ein Halloween-Special machen. Mal schauen, wie schlecht das altern wird. Und let's go. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Um meinen Hubschrauberkreisel zu aktivieren.